Hallo und willkommen bei einer weiteren Runde Rotor Tanks unterwegs mit dem IS-3. Welche Karte haben wir denn? Küste? Da schnell wir. Die eine Menge TDs. Wir fahren so ein bisschen alleine, was wieder. Das war schon wieder scheiße, Leute. Ja, gut. Jetzt schon mal APC an. War mal ein Ferdinand, ich denke mal, die Pferde werden hinten stehen. Muss man hier mal Lichtverhältnisse ändern. Aufpassen, ich denke mal, dass da hinten die fertig stehen. Kollege T29, wenn du mit rumkommen würdest, dann wäre so vieles einfacher. Ja, da war ein Ferdinand. Es wäre auch schön, wenn das Team endlich mal rumdrücken würde. Weil wir kriegen hier gerade mal so gar nichts ab. Wenn ja eigentlich von einem Panzer gebunden und von dem Panzer, der hinten steht, werden wir komplett gebunden. Danke. Schade, war eine schlechte Runde. Konnte nicht viel dafür tun oder dagegen machen. Der ging voll durch ihre Panzerung.
viele bedrohliche Panzer einfach da starten, wo ich sie vermutet habe. Sag nicht, dass der 40 TP da immer noch lebt. Wirkungstreffer. Wir gehen nicht durch. Sag nicht, der 40 TP ist denn wirklich noch immer... Naja, da gibt's doch wohl nicht. War so gut wie tot, ich habe nicht beachtet, weil er eigentlich schon tot war. Und da lebt er immer noch. Oder auch nicht. Oh, gut. 2,6 Schaden noch gemacht, 1,3 geblockt. 390 unterstützt, das war der kleine Jäger da oben. Warum den keiner rausgenommen hat, den 40 TP, na, muss ich nicht verstehen. Wird eine teure Runde, war viel Premium verschossen. Aber ich wollte halt auch noch was abkriegen. Ja, sag ich doch. 4000 Verlust, 2,5 an EP. Schaden 2, EP 2. Ja, und was du gemacht hast, verstehe ich auch nicht. Den Panzer da einfach wegschmeißen. Alle beide eigentlich. Was fahren wir denn jetzt? Hier kommen auf den brauche ich noch einen Tagessieg. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was ich denen da gebe. T-34, ein Panzer, den ich... Ist ein Panzer, den ich nicht mag. Aber war halt im Angebot zur Gamescon. Toll, kein Kaffee mehr. Ich glaube, mit der Schüssel da hochfahren auf den Hügel, das wäre nicht unbedingt clever. Ich weiß nicht mal, wie weit ich den ausgebaut habe. Und 7er Gefecht. Schon ein bisschen runtergebaut.
das Rohr nicht runter. Auf das Tor achten. Hey VK, T3485, danke für die Hilfe, nun steht 1:6. Naja, gut, brauchen wir nicht angucken. Ergebnis wird scheiße. Ist halt ein Panzer. Ist genauso wie mit den Italienern. Ich hab's jetzt erst angefangen, keine Crew. Ziemlich weit hinten in der Forschung. Kann ja mal gucken. Ja, Motor, Funkgerät. Ob ich den voll erforsche, bezweifle ich. Na gut, zumindest eine gute Runde mit dem IS-3. Da ist noch einiges rausgesprungen nach dem schlechten Anfang. Nachdem uns da der T29 da ein bisschen aufgehalten hat und der deutsche Jäger lief da doch einigermaßen gut mit dem IS-3. So, jetzt habe ich es. Nun gut, ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss. Bis zum nächsten Mal.